Moin Leute und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute so ein bisschen mein Comeback. Ich werde wieder etwas strukturierter werden und mich kürzer fassen. Ich habe wieder etwas mehr Zeit für die Vorbereitung. Heute gehen wir mal so ein bisschen auf eure Fragen ein, vor allem auf die Fragen in YouTube. Aber die erste Frage werde ich euch mal etwas ausführlicher hier auf dem Beta-Server beantworten. Ich werde immer wieder gefragt, kann ich mal gegen dich spielen? Und das Ganze ist leider nur schwierig möglich. Ihr habt immer die Möglichkeit, am Classic-Server natürlich am Prater-Turnier teilzunehmen. Am DE2 ist es eigentlich aktuell überhaupt nicht möglich, gegen mich zu spielen. Das tut mir auch sehr leid, aber ich habe mir jetzt etwas überlegt. Und zwar, ihr könnt euch alle auf dem Beta-Server anmelden. Der Link zu diesem Server ist unten in der Videobeschreibung und auch in den Kommentaren zu finden. Da müsst ihr einfach draufklicken, dann gelangt ihr sofort zum Beta-Server. Dort könnt ihr euch mit der gleichen E-Mail-Adresse registrieren, wie ihr euch schon zum Beispiel auf dem Classic-Server oder auf dem DE2-Server registriert habt. Auf dem Beta-Server bekommt ihr jede zweite Saison 1500 Kicks, das heißt, ihr könnt komplett kostenlos hier spielen und die Leute, die eh schon keine Kicks gekauft haben, haben hier wenigstens auch mal ein paar Kicks zur Verfügung. Der Server ist sehr, sehr klein, es ist der Test-Server des OFMs und er macht wirklich Spaß, muss ich sagen. Wenn ihr Lust habt, gegen mich zu spielen, dann startet doch in der Türkei. Ihr habt ungefähr die Chance, so in 2-3 Saisons in die erste Liga aufzusteigen. Die Konkurrenz ist nicht wirklich groß und es würde mich sehr, sehr freuen, wenn ich gegen meine Zuschauer spielen könnte. Also hier meine Bitte, kommt doch gerne mal auf den Beta-Server, meldet euch hier an, spielt in der Türkei. Vielleicht sehen wir uns dann bald schon in der ersten Liga. Die erste Liga sieht aktuell folgendermaßen aus. Wir haben einen Manager, der hier mit 4 Vereinen in der ersten Liga unterwegs ist. Sogar vielleicht 5, fünf Stück sind es insgesamt. Das ist schon eine blöde Situation. Aber ich habe überlegt, wenn jetzt meine Zuschauer sich hier anmelden und die ordentliche Druck ausüben auf ihn, vielleicht steigen dann einige seiner Vereine zumindest wieder mal in die zweite Liga ab. Also wenn ihr Bock habt, Leute, meldet euch auf dem Beta-Server an. Aktuell ist es spannend, sehr, sehr spannend. Der 33. Spieltag, noch nichts ist entschieden. Die Meisterschaft ist spannend. Ich bin auch im Meisterschaftskampf verwickelt. Und das Pokalfinale steht auch noch aus, da bin ich auch verwickelt. Vor ungefähr einem Jahr habe ich ja mal ein Pokalfinale live auf dem Beta-Server begleitet. Und aktuell ist es also auch wieder sehr, sehr spannend. Das heißt, meine Zuschauer können mich auch hier so ein bisschen beobachten. Hier bin ich einfach ein paar Dinge am Testen. Bin so ein bisschen die Stadion-Eintrittspreise am Testen. Und das Ganze mache ich natürlich nur, um mich für den DE2 so richtig zu wappnen, wenn es bald so richtig losgeht. Ihr wisst es ja, ich habe ein 25 Jahre altes Top-Team und so in ungefähr 6 Saisons ist dieses Team durchaus bereit, in den Meisterschaftskampf, sage ich jetzt einfach mal, einzugreifen. Und dafür bin ich mich natürlich am Vorbereiten und der Beta-Server ist auch immer eine gute Alternative. Also Leute, Link ist in der Beschreibung, da müsst ihr einfach nur draufklicken und euch da anmelden und dann kann es auch schon losgehen. Und ihr könnt mir auch eure Freundschaftsanfrage schicken, dann weiß ich, das ist mein Zuschauer. Und ich werde sicherlich auch einen Fun-Cup organisieren. Dann können wir auch schon gleich gegeneinander spielen. Zum Beginn zum Beispiel der neuen Saison könnte dieser Fun-Cup dann stattfinden. Das war es also soweit zu dieser Frage. Jetzt gehe ich mal auf die Fragen unter dem letzten Video ein. Dazu mache ich am besten den Ton aus, sonst hört ihr mich zweimal. Ist natürlich auch schön, aber jetzt gehe ich also erstmal auf die Fragen ein. Und zwar unter dem ersten Video 8 Likes, freut mich sehr. Hatten wir ein paar Kommentare, 3 Stück an der Zahl. Einmal, dann treffen wir uns alle ja in Liga 1. Auf jeden Fall, der FC Retrawan hat gute Chancen, irgendwann mal in der ersten Liga zu landen. Ich habe aktuell ca. 2 Milliarden auf dem Classic. Und das Geld müsste natürlich auch auf jeden Fall reichen, um mal in der ersten Liga zu spielen. Bei dir weiß ich gerade leider nicht mehr, wie dein Verein heißt. Kannst ja nochmal dabei schreiben, dann schaue ich mir das auch nochmal an. Dann haben wir jetzt hier noch eine Antwort, auf die ich heute nicht näher eingehen werde. Da wird nochmal ein separater Teamcheck kommen. Und dann haben wir noch hier vom analysierten Verein. Das ist natürlich für uns jetzt sehr, sehr interessant. Also wir hatten da ja einen dreiteiligen Teamcheck. Und der Verein, den ich da analysiert habe, der schreibt hier, gerne auch mit dir in der ersten Liga. Vielen Dank für den ersten Teil. Hat mir schon mal sehr weitergeholfen. Freue mich schon auf die Fortsetzung. Da müssen wir noch nicht viel zu sagen. Aber wir werden sehen, unter dem Teil 2 hat er deutlich mehr geschrieben und auch einige Fragen formuliert. Und auf die möchten wir jetzt mal eingehen. Danke für Teil 2, wieder sehr hilfreich. Also kein Problem. Also lieber bis Mitte der Saison warten, bis man die Trading-Spieler kauft.
und dann auch die Trainingsturniere aufbewahren. Das ist sehr, sehr gut formuliert. Man wartet bis Mitte der Saison, bis man die Trading-Spieler kauft. Man spart sich alle Trainingslager und Turniere auf und macht dann spätestens ab dem 20. Spieltag die Trainingslager und Turniere, damit man noch durchkommt. Es wird immer wieder gestritten, ob man ab dem 19. oder ab dem 20. loslegen muss. Einige sagen auch, ab dem 21. reicht. Ich kann euch sagen, ab dem 21. reicht nicht. Vor allen Dingen, weil ihr jetzt hier auch noch Freundschaftsspiele drumherum macht. Also ich würde dir raten, spätestens ab dem 19. Spieltag mit den Trainingslagern und Turnieren loszulegen. Was bedeutet das jetzt? Vom 19. auf den 20. Spieltag sollte das erste Trainingslager oder Turnier erfolgen. Das heißt, du musst schon am 18. Spieltag auf die Früchte der Spieler achten. Also wir können so ungefähr sagen, ab dem 18. Spieltag musst du auf die Früchte der Spieler achten, um ab dem 19. Spieltag die Trainingslager und Turniere zu beginnen. Du spielst jetzt in Deutschland in einer relativ niedrigen Liga, da ist das mit der Frische noch nicht so ein Problem. Aber wenn man später die Trainingslager und Turniere macht, die 50 Frischepunkte kosten, dann muss man wirklich krass darauf achten. Also bei dir könnte es durchaus auch schon reichen, vom 20. auf den 21. Spieltag loszulegen mit den Trainingslager und Turnieren. Ich rate dir aber, vom 19. auf den 20. Spieltag damit loszulegen. So, haben wir diese Frage etwas ausführlicher beantwortet. Ansonsten kann ich dem auch nur zustimmen. Das heißt natürlich nicht, dass man vorher keine Spieler kaufen kann. Es kann immer einen günstigen Spieler vorher geben, den kann man natürlich kaufen. Aber grundsätzlich sollte man bis dahin warten, bis die Preise sinken. Und das ist nun mal Mitte der Saison der Fall. So, sollen Spieler nicht die Karriere bei mir beenden, sondern vorher verkauft werden, also Stammspieler? Absolut meine Meinung. Spieler sollten niemals ihre Karriere im eigenen Verein beenden, vor allen Dingen, wenn man das Stadion noch nicht fertig hat. Man sollte sie mit 35 verkaufen, zu Festpreis. Wenn das nicht klappt, spätestens mit 36 dann für 1 Euro auf den Transfermarkt stellen und vielleicht am ersten Spieltag dann verkaufen. Die Spieler sollten niemals die Karriere bei einem beenden, denn dann ist das Geld einfach weg und man sollte sie vorher verkaufen. Trading hatte ich generell nur mit Friendly Team geplant. Das Stammteam war gar nicht gewinnbringend geplant. Für mich auf jeden Fall nicht die richtige Taktik. Mit dem Stammteam kann man ja am meisten Geld verdienen und deswegen würde ich dir einfach nahelegen, auch mit dem Stammteam zu traden. Ich habe schon im Video gesagt, zum Beispiel 27-9er auf 28-10er wäre eine Option. Aber es gibt natürlich auch noch weitaus andere Optionen. Und du kannst dir einfach die passende für deinen Verein raussuchen. Es gibt natürlich auch immer die Alternative, dass man mit einem Stammteam tradet, was auch in den Freundschaftsspielen quasi spielt. Das könnte sich natürlich noch extremer verbessern und da kann man natürlich dann noch mehr Geld verdienen. Also such dir da einfach die richtige Alternative aus. So wie es jetzt ist, finde ich es nicht gut. Man sollte auf jeden Fall auch mit dem Stammteam traden. Dann ist natürlich noch mehr Gewinn möglich. Master ganz gut. Viele Grüße vom Team SG Dynamo Schönborn. Ich habe diesen Verein gesucht. Ich habe ihn nicht gefunden. Ist natürlich ein bisschen schade. Ich wollte ihn nämlich grüßen. So gehen einfach so Grüße an den SC Dynamo Schönborn raus. So, jetzt schauen wir noch unter den nächsten Teil. Und dann ist auch die Zeit, die ich mir heute genommen habe, fast rum. Das heißt, die Fragen werden jetzt noch beantwortet, dann werde ich noch ganz kurz ein paar Worte zum IN-Server sagen und dann war es das heute auch schon wieder. So, dann schauen wir mal unter dieses Video, da haben wir nur einen Kommentar, der nicht von mir kommt. Der echte Epsilon, ach nee, wir haben auch noch drei Antworten hier drunter, die schauen wir uns auch noch an. Wie bekommt man denn 17 Dreier, die man erst nach dem 15. Spieltag gekauft hat, bis zum 0. Spieltag der nächsten Saison auf Stufe 5? Geht das, ohne neben TS und TLS noch viel Geld für Friendlies auszugeben? Und ich habe noch eine Frage. Ist der 0. Spieltag kein guter Tag zum Verkaufen, weil du immer vom 1. Spieltag redest? Erstmal so der ersten Frage. Man bekommt auf jeden Fall 17 Dreier, nur durch Trainingslager und Turniere auf 18 Fünfer. Das geht auf jeden Fall. Man muss sich aber die richtigen 17 Dreier raussuchen, nämlich die Spieler, die schon als 17 Dreier aus der Jugend kamen und keine Spieler, die als 17 Zweier aus der Jugend kamen, das sage ich auch immer wieder, die sich dann auf Decke 3 aufgewertet haben, die bekommt man nämlich nicht auf 18 Fünfer verbessert. Also das geht auf jeden Fall, auch mit den Trainingslagern und Turnieren der Landesklasse. Das also so zu deiner Information, das geht auf jeden Fall, wenn man 4 Trainingslager und Turniere macht.
Sollte man so am 30. Spieltag feststellen, dass der ein oder andere Spieler es nicht schafft, kann man überlegen, ob man die Spieler nicht noch in den Freundschaftsspielen aufstellt für viermal. Sollte man auch feststellen, dass es dann immer noch nicht reicht, hat man schlecht eingekauft einerseits. Andererseits kann man es immer noch retten, indem man vom 34. Spieltag auf den 0. Spieltag ein Trainingslager oder Turnier macht. Das zählt nämlich immer noch von der Aufwertung her zu der alten Saison, aber von den Trainingslagern und Turnieren her, also dem Verbrauch der Trainingslager und Turniere, zur neuen Saison. Etwas kompliziert erklärt, aber es geht auf jeden Fall. Und, was ich einfach noch sagen wollte, man hat auch ein bisschen Spielraum. Also das hat man auf jeden Fall auch, ein bisschen Spielraum. Und hat dann halt auch die Möglichkeiten, die Aufwertung, wenn man nicht ganz ideal eingekauft hat, auch so irgendwie hinzubekommen. Das zu dieser, genau, dann noch ist der 0. Spieltag nicht so gut zum Verkaufen. Unterschreibe ich so, der 0. Spieltag ist nicht so gut wie der 1. Spieltag. Woran könnte das liegen, konjunktiv? Es könnte natürlich daran liegen, dass weniger Leute früh aufstehen und deswegen dann erst nach dem Verkaufsspieltag 0 sehen, wie ihre Liga aussieht und deswegen die meisten Leute am 1. Spieltag einkaufen. Könnte sein, ich weiß nicht, warum es so ist, aber mir ist es immer wieder aufgefallen, dass der 1. Spieltag deutlich besser zum Verkaufen ist als der 0. Spieltag. Das heißt natürlich nicht, dass du generell keine Spieler am 0. Spieltag anbieten solltest, sondern erstmal dir den 1. Spieltag anschauen solltest, kannst du da deine Spieler gut anbieten. Und wenn das dann nicht gut aussieht am 1. Spieltag, kannst du vielleicht noch auf den 0. Spieltag ausweichen. Aber der 1. Spieltag ist generell sinnvoller zum Verkaufen. Dann, danke für Part 3, wieder sehr hilfreich. Ich werde die beiden Generationen sofort verkaufen, wenn sich die Gelegenheit auftut. Nee, wenn sie sich aufgewertet haben. Ja, ich kann nicht mehr lesen. Ich habe das Ganze beobachtet. Deine Verkaufspreise waren sehr, sehr hoch angesetzt. Einige Spieler bist du losgeworden, unter anderem ein ZM für einen wirklich sehr, sehr guten Preis. Und auch einen defensiven Mittelfeldspieler, glaube ich, war das für einen guten Preis. Hat mir sehr gefallen. Auf jeden Fall weiter so. Aber du musst mit den Preisen auf jeden Fall noch weiter runtergehen und weiter runtergehen, dass du die Spieler auf jeden Fall auch alle los wirst. Also generell hat mir der Ansatz erstmal gefallen. War für mich ein bisschen teuer. Ich dachte, du wirst gar keinen los. Du bist dann aber einige Spieler losgeworden. Also war alles richtig gemacht. Aber du musst jetzt mit den Preisen immer weiter runter und immer weiter runter, dass du die Spieler auch alle los wirst. Ansonsten könntest du auch mal alle Spieler am 1. Spieltag für 1 Euro drauf tun. Generell sollte man niemals für 1 Euro verkaufen. In deinem Fall wäre es jetzt aber sinnvoll, dass du einfach Platz hast für die neue Saison, um neue Trading-Spieler einzukaufen. So, das soweit dazu. Ich bin gespannt, wie du es umsetzen willst. Bis jetzt hast du es sehr, sehr gut umgesetzt. Musst aber auf jeden Fall in den Preisen noch weiter runtergehen, dass du die Spieler alle los wirst. Und sollte das nicht klappen, wie gesagt, behalte im Hinterkopf, vielleicht am 1. Spieltag der neuen Saison alle für 1 Euro draufklatschen. Vielleicht ist das eine Lösung, vielleicht hast du eine bessere Lösung. Aber ich denke mal, du wirst das ganz gut machen. Bis jetzt sah das sehr, sehr gut aus. Ist es denn nötig, mit Stammteam zu traden, wenn man eh nur die Klasse halten möchte? Habe ich schon was zu gesagt. Auf jeden Fall ist es sehr, sehr sinnvoll. Nötig ist natürlich überhaupt nichts. So, ja, so Leute. Jetzt gehen wir mal auf den IN-Server ein. Ich habe mir heute mal den geholt. Und ansonsten habe ich meistens hier den Statistiker beschäftigt, bis meine Kicks aufgebraucht sind. Ich habe mir mal ein paar Kicks gegönnt. Wie sieht es hier aktuell aus? Auf dem IN-Server bin ich aktuell der beste Durchstarter. Freut mich sehr, dass ich mir diesen Titel holen konnte. Wir schauen uns einfach mal meine Vereinshistorie an. Einige Leute hatten mich gebeten, vielleicht nochmal hierauf einzugehen. Zwei, drei Leute sind auch noch hier unterwegs von meinen Zuschauern, aber einige wollten auch einfach gerne nochmal ein paar Informationen zum EN-Server hören und deswegen bitteschön. Am EN-Server bin ich relativ schnell in die erste Liga aufgestiegen. In Saison 60 habe ich meinen Verein gegründet, in Saison 65 kam dann der Aufstieg in die erste Liga. Das Ganze wurde dadurch begünstigt, dass ich im Ausland gestartet bin, eine Saison im Ausland verbracht habe und dann erst nach England gewechselt bin. In England gibt es, glaube ich, bis zur Landesliga alle Ligen. Also die Landesliga gibt es auch noch. Und ich bin quasi in der kürzestmöglichen Zeit aufgestiegen, wenn man jetzt einfach denken würde, dass ich in England gestartet wäre. Kompliziert erklärt, aber einfach einfache Sache. In Saison 65 bin ich dann also in die erste Liga aufgestiegen. Und aktuell sieht es auch wieder nach Klassenerhalt aus. Ich werde jetzt meine letzten Kicks verballern, die ich hier habe.
habe hier fast kicksfrei gespielt und diese Saison wird also dann noch der Assistenzcoach eingestellt, damit sich meine Verteidiger auch nochmal, meine Torhüter auch nochmal verbessern. So Leute, bevor ich jetzt noch weitere unnötige Fehler mache, bis jetzt bin ich ganz zufrieden mit dem Video, es ist etwas zu lang geworden, aber ich hoffe, das stört euch nicht, wir hatten heute wirklich einige Sachen reingepackt. Bis zum nächsten Mal Leute, haut rein und